Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, werde ich euch heute den besten Foodtruck meiner Meinung nach in Osnabrück zeigen. Und am Start ist auch Ömmel. Oh yeah. Die waren nämlich früher bei Rossmann auf dem Parkplatz auf der linken Seite. Jetzt zeigen wir euch, wo die jetzt stehen. Die haben einen neuen Standort. Ganz, ganz wichtig, Leute. Davon standen die früher. Und jetzt? Ja. Jetzt einmal rum. Brudi, also nach rechts. Okay. Ach, warte mal. Oder Löwenplay. Sind die nicht da? Ich glaub, die stimmt, 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 stimmt. Sorry. Fahr mal nach links. Ja, da hinten steht der. Ja. Ja, okay, also da sieht man den doch gar nicht. Ach du Sch. Okay. Tschüss. Boah, das ist ja richtig versteckt. Da stehen die jetzt. Salam alaikum. Ey, das ist ja richtig versteckt. Ich habe gehört, das ist jetzt ein anderer Standort. Ah, Mann, ey. Ich zeig euch mal eben, wie man da nochmal reinfährt. Ey, das ist. Guck mal, wenn es hier wäre, dann wäre okay, ne? Finde ich. Aber das ist dann noch mal so hinter der Wand. Kannst du vielleicht noch mal zeigen da? Da ist noch mal so eine Wand einfach. Und dann quasi ist der Truck direkt daneben. Das ist crazy. Also, die sind bei Laser Heroes und Löwenplay. Müsst ihr reinfahren. Das ist quasi eine Einfahrt vor Rossmann. Die standen ja früher da hinten. Jetzt einfach, wenn ihr von Stadt aus jetzt kommt, zack, da rein. Und dann ist es da hinten. Wir wollen Dachung machen, wir sind windgeschützt. Ist auf jeden Fall angenehmer, ne? Letztes Jahr November haben wir gestartet. Ja. Und wir wollten da nicht noch einen Winter durch. Deswegen hier sind wir besser windgeschützt. Ja, von der Wand her so, ne? Richtig, ja. Habt ihr die Möglichkeit, da vorne eigentlich Werbung zu machen? Ja, das haben wir jetzt vor. Das haben wir jetzt so weitergegeben, ne? Ja. Da soll jetzt so ein Schild von uns kommen. Ja. Aber unsere Stammkunden, die finden uns jetzt wieder. Ja. So, Chef, ich habe auch Hunger. Probier mal den Döner. Das ist ja für mich so Top 3 auf jeden Fall Osnabrück, finde ich da, ne? Dankeschön. Habt ihr schon stark. Ich war ja schon ein paar Mal hier da. Aber vor Ort hast du noch nie gegessen, ne? Du hast doch einmal, glaube ich, am Anfang. Ja? Ich glaube, er war auch dann da, ja? Selber. Kann man noch von der Seite hier rein? Das kann man auch, ja. Also von beiden Seiten. Ah, okay. Seiten, ja. Boah, das ist die berühmte X-Challenge-Sauce, oder? Excellent, ne? Excellent. Ich sage mal X-Challenge. Excellent? Excellent, ja. Excellent. Oh Mann. Dreimal hintereinander? Was für ein Bauer ich bin, ey. Das Brot feiere ich mehr, als wenn du diese klassischen Fladenbrot hast. Dieses Sandwich vom Feier. Kannst du es besser essen, ne? Fällt nicht genau. Raus. Weil ich habe so einen Knacks. Ich habe mal damals, habe ich mal reingebissen und hab hier dann Schnittwunde gehabt. Yeah. Seitdem habe ich so einen Knacks irgendwie im Kopf. Yeah. Nein, du kannst es wirklich besser essen. Ja, das ist so handlicher auch. Ja, genau, handlicher. Ja. Boah, das ist aber ein heftiges Stück. Exzellent. Lecker, ne? Mhm. Starke Würzung, aber richtig stark. Lass es erst wirken und dann sagst du eine Zahl. Soll ich mit dem Messer neben ihm stehen, dass die Zahl höher wird? Stark, wirklich sehr stark. Heißt? Ja, ist schwierig mit Zahlen, ne? Was ist los? Stark reicht mir nicht aus. 10 von 10. Ja, okay. Ich verteile ja keine 10 von 10. 10 von 10. Guck mal, Fleisch ist. Das ist richtig. Boah, krass. Der Saft ist richtig gut. Wie das da am Absaften ist. Welche Soße? Du weißt. Die Exzellenz. Die scharf oder was? Spezial Exzellenz. Die scharf? Der Bruder ist gnadenlos, der macht ohne Kamera Bonus, sehr direkt. Danke. Gnadenlos hat er meinen Döner belegt. Schade, ich habe gehofft, dass er ein bisschen den Kanal von dem Saft. Es gibt keinen Kanal dafür. Doch, klar gibt es einen Kanal. Klar. Ja, YouTube, Insta, überall. Du hast ja gerade 10 von 10 gesagt, ne? Fleisch. Ja. Wie guckt man jetzt mit Brot, alles drum und dran, ja? Wie dann deine Bewertung ist? Für mich, wenn du mich jetzt zwingen würdest, was muss ich geben? Hätte ich im Fleisch auch eine starke 9,2 hätte ich gesagt jetzt.
Das Fleisch nur. Mach's ne? gut. Ciao. Ciao. Du hast den hier schon mal gegessen, oder? Einmal, ja. Okay. Einmal, ja. Tamam. Es gibt Leute, die feiern kein Rucola auf dem Döner. Ich finde, das es gibt Leute, die feiern Clementine. Ja, es gibt Leute, die feiern Clementine, aber das hat was, finde ich, das Rucola. Die Soße ist Hammer. Das ist Hammer, ne? Mhm. Hast du auch diese exzellent? Mhm. Aber ich sag dir, guck mal, ich war jetzt drei oder das ist, glaube ich, sogar das vierte Mal, dass ich hier esse. Und ich glaube, beim letzten Mal auch schon wieder ein paar Monate her. Natürlich habe ich jetzt andere Restaurants probiert oder andere Döner. Und immer wieder, wenn ich hier zurückkomme, flasht das immer aufs Neue. Wirklich jetzt. Und weißt du, woran das liegt? Hauptbestandteil? Die Soße. Und damit punkten die Restaurants meistens, wenn die ihre eigene Soße haben. Das bleibt immer im Kopf hängen. Das sagen aber die meisten. Ist aber so, ne? Ich sage mal jedes Mal, als ob ich zum ersten Mal wieder hier gegessen habe. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist, und das ist die Magie, warum man immer wieder kommen will. Wirklich so. Das müsst ihr beibehalten auf jeden Fall. Machst du den Döner auch selber? Also steckst nee, du. Nein, der wird so. Nach deiner Rezeptur quasi. 100% Jungbulle. Und das Gesamtpaket. Ja. Das harmonisiert so mit deiner. Du hast eine Soße drauf, oder? Nee, beide. Beide? Vorne und hinten, genau. Und was ich hier auch feier. Der erste Biss und der letzte Biss sozusagen, also wenn du den unten beißt, schmeckt gleich. Überall. Man hat Soße, Salat, Fleisch. Das sieht ja daran, dass man die Soße hineinstreicht und nicht hineinklatscht. Mhm. Wir haben jetzt für einen Steak Döner 8,50 Euro bezahlt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ihr zu McDonald's geht, zahlt für einen Big Mac 7 Euro oder so schon. Wenn du ein Menü haben willst, 13, 14, 15 Euro. Und dann braucht man nicht rumzuheulen, wenn man hier herkommt, einen Döner isst und dann irgendwie 8, 9 Euro zahlen muss. So, das ist natürlich kann man über Geld, über die Preise immer streiten, da bin ich bei euch, aber irgendwie müssen die Leute, Betreiber natürlich auch leben. Ne? Du brauchst da nicht irgendwas zu gründen und du hast da nichts davon. Das macht ja keinen Sinn, wird ja keiner machen. Deswegen finde ich 8,50 Euro für den heutigen Stand. Für einen Steakdöner? Steakdöner, muss man auch sagen. Chicken kostet noch mal etwas günstiger hier, ja. Auch 100%. 7,50 Euro Chicken sehe ich gerade. Wir gucken parallel auf die Tafel. Aber ganz ehrlich, ne, 8,50 Euro, da sollte man nicht anfangen rumzuheulen. Kann man definitiv zahlen. Und dann auch für die Qualität. Genau. Machst nichts verkehrt. Also generell, Falafel ist neu bei euch, ne? Richtig. Kann man auch auf jeden Fall mal abchecken für die Veganer und so weiter, die jetzt kein Fleisch essen. Kann man auch mal so ein Falafel, Dürüm oder Tasche gönnen für 7 Euro. Veggie-Döner 5,50 Euro. Was der Vorteil an so einem Foodtruck ist halt, dass du jeden Tag frisch einkaufen kannst. Ne? Das ist zwar ein bisschen viel Arbeit für mich, so jeden Tag einzukaufen, aber da wir nicht so viel Auswahl haben, kann man sich das gönnen. Ne? Und unsere Gewürze, Sumak und Pulbiber, das kommt direkt aus Antep. Zwar alles viel Arbeit, ja, das stimmt, aber am Ende schmeckt man das raus. Ne? Ja, alles für die Kunden. Alles für die Kunden, ja. Das Brot ist aber zukaufbar, oder? Das kommt vom türkischen Bäckerei jeden Tag frisch. Ah, auch, okay. Ja. Und die Soßen, diese Exzellent-Soße, komm, verraten uns vielleicht irgendeine Kleinigkeit. Oder bleibt das geheim? Das bleibt geheim, leider, ja. Das macht für mich schon den Unterschied. Also, ja, das sind alles hausgemachte Soßen. Ja. Das bleibt eher eine Familie, sage okay. Ich mal so. Ne? Hast du diese Chilis aus der Türkei oder auch Sumak, was du gesagt hast? Sumak und die scharfe Pulver. Kommt direkt aus der Türkei, aus Antep. Da wird es hergestellt. Das ist die spezielle Tüte, ne? To-go-Tüte. Genau. Die ist im Vergleich zu alle Folie, bleibt das Ganze ein bisschen frischer drin. Ne? Wird dann halt nicht so matschig. Wir haben lecker gemampft. Wir sind jetzt durch. Und Leute, die haben hier auch Parkplätze. Ne? Ihr müsst jetzt nicht zwangsweise irgendwie bei Rossmann oder so da hinten parken, sondern die haben hier auch einige Parkplätze. Seht ihr ja hier. So, jetzt kommt kurz und knapp die Bewertung. Wir haben ja schon, während wir gegessen haben, haben wir ein bisschen darüber gequatscht. Ich sag jetzt eine starke 9,3 von 10. Insgesamt Brot perfekt, Soßen super in Einklang mit dem Brot. Das gesamte Paket harmonisiert miteinander. Ich würde sagen sogar 9,5. Ich empfehle es wirklich jedem, sich selber ein Bild davon zu machen. Es schmeckt einfach unglaublich. Starke Worte, aber ich stimme denen schon zu. Vor allem die Soße, die die selber haben, diese eigene Exzellenzsoße, finde ich sehr, sehr gut. Und das passt perfekt mit dem Knoblauch und das Brot, dass es so Sandwichform ist. Ich habe ja schon währenddessen auch was dazu gesagt, dass ich mehr diese Sandwichform, wie nennt man diese Art von Brot eigentlich? Delfinbrot vielleicht? Delfinbrot? Weil es so ein bisschen länger ist. Oh, Löwenansage hier. Delfinbrot.
Okay, sagen wir mal Delfinbrot. Ja, feiere ich einfach den Laden, kann man supporten. Und denkt daran, ne, das ist nicht mehr da bei Rossmann, sondern wirklich eine kurze Einfahrt müsst ihr reinfahren und dann ist es quasi ums Eck. Wie heißt der Laserladen nochmal? Laser Heroes. Laser Heroes, genau. Genau bei Laser Heroes auf dem Parkplatz da. Was sollen die Leute machen? Sich ein Bild davon. Mann, warum kriegt das? Ein Like da lassen, kostenlos abonnieren, bisschen pushen. Ja, denn das war's mit dem Video. Ja. Danke. Bitte abonniert den Kanal und lasst ein Like da, braucht einen Kommentar bitte. Und Umut entwickelt sich immer weiter und wir supporten ihn. Stark, stark, wirklich nochmal rausgekratzt hier. Der Kaffee geht gleich auf mich. Und danke, dass du dabei warst. Immer übrigens, ne? Ja, danke. Der Ehrenmann. Nächstes Mal kommt Ehrenbruder Moas mit. Ehrenbruder Moas kommt beim nächsten Mal auch mit. Lasst euch überraschen. Wirklich top. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ne? Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein.